Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail hier auf meinem Kanal. Wir bauen noch weiter aus. Jetzt geht's aufs Ganze, ne? Wir haben noch 61,86 Gewinn für einen Laden, 556 Gewinn für einen Konzern, das passt. Ich meine, so gut wie wir hier verdienen mit dem Laden, bauen wir gut aus. Das auf jeden Fall. In dem Sinne, Leute, let's go, lasst den Tag beginnen. Wir gehen aber trotzdem mal eben zum Hauptquartier. Gucken, ob wir jemanden von den Managern leveln können. Doch nochmal ein Ende. Nochmal in der Meilenstein. Kleiner Laden. Sehr schön. Stufenausstieg. Klamoras. Moorstraße. 18 Punkte. Zur Stadt gehen. Einmal zur Stadt. Dann gucken wir jetzt direkt mal im Hauptquartier, was los ist da. Können wir hier jemanden leveln? Nein, wäre eine neue Herausforderung, kannst du vergessen. Hier auch nicht, okay. So, Clamorias, wir haben noch einen frei. Und zwar den Bereichsleiter. Was kann der Bereichsleiter denn? Fügt dem Optimismus ihrer Mitarbeiter einen Bonus hinzu? Erhöht die Wirkung des Tagesmanagers? Das ist nicht schlecht. Reduziert den Lohnbedarf ihrer Mitarbeiter? Reduziert den negativen Effekt? Gut, werden wir machen. Das ist der zweite Punkt, den wir relativ Lönnbischof. Gut. Wie viel willst du? 158 pro Tag. Wie wäre es mit 215 pro Tag? Hat es angenommen. Dann haben wir da bei Clamorias jetzt hier die Lindenbischof zusätzlich auch noch im Team. Kannst ja nicht reinkommen. 53. Was? Was bitte? Erwartete Gebühren? Warum erwartete Gebühren? Achso, neuer Laden, ne? Das ist schlecht. $1,560, ja. 20% weniger kriegen wir auch nicht, ne? Nee. Gut. Gucken wir erstmal hier. Alles in Ordnung. Können wir auch nicht leveln. Hier bei den Lebensmitteln haben wir aber alles, ne? Genau. Hier eben schnell nach. 18 Punkte Damenbekleidung. Wir könnten jetzt noch die Herrenbekleidung mitmachen. Fast. Aber wir gehen auf Schuhe. Schuhe und die Hosen durchleveln. Dann haben wir das nämlich erstmal komplett. Kürzlich angestellt. Genau. Hier können wir leveln. Nichts Negatives, Laden geöffnet, sehr schön. Steigert das Bedürfnis für Kunden, die ihren Laden besuchen. Und das erste, ganz, ganz wichtig, finde ich. Einverstanden.
Okay. Dann geht's jetzt wieder zum Laden. Konkurrent. Der geht aber pleite, mit Sicherheit. Ich glaube, um die Konkurrenten brauche ich mir eigentlich keine Sorgen zu machen, oder? So. Deckenlampen brauchen wir noch. Wieso ist die Decke jetzt anders? Kaufen. Die Lampen müssen wir umarbeiten, ne? Ich komme sofort. Ja, schon mal etwas größer hier, ne? Schon mal wesentlich größer hier. Und so muss das laufen. Windeseile hier vergrößert. Ja, ich komme. Wir brauchen definitiv neue Mitarbeiter hier, ne? Damenbekleidung, Tops waren das, glaube ich. Dann brauchen wir die. Ich komme sofort. Das sind Schuhe. Schuhe. Ja. Ja, geht doch. So, was haben wir jetzt hier? Jacken? Nee, wir haben hier mit dran, ne? Genau. Die haben wir jetzt noch mit dran. Neue Waren, Leute. Komm sofort, bin schon da.
Oh, so viel Zeug hier. Vor allem, dass wir das alles verkauft kriegen hier, das ist Wahnsinn. Und so viel ist gar nicht mehr im Lager drin hier, ne? Krass. So, sehr schön. Das sieht gut aus. Können wir eigentlich wieder kostenlos bestellen? Ich gucke gleich mal. Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Zum Glück hatten wir, glaube ich, nur noch gestern. Schätze ich mal. Doch, können wir sogar noch. Hey, can you help me? Ja, sicher doch. Thanks. Ins Lager bestellen und zack. Lieferung ist unterwegs, sehr gut. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hier werden Klamotten verkauft. Ganz viele Klamotten. Da kommt die Lieferung sehr gut. Wie das so im Rohbau aussieht, alter Falter. Schon da. Wie wäre es damit? Thank you. Hey, have a minute. Natürlich kann ich dir helfen hier. Hey, thanks. Ich fülle nochmal auf. Ist gar kein Problem. Ja, ich helfe. Das sind Hosen. Ja, das sind Hosen. Was ist denn jetzt los? Touristengruppe oder was? Eieiei. Ja, ich kann helfen. Wo? Da hinten. Alter, das ist
nervig ohne Ende. Wie wär's damit? Perfekte Farbe für dich. Was? Grau? Dann nehmen die graue. Hey. Thanks. Was damit? Hey, have a minute. Thank you. Ich meine, die Kassierer tun mir leid. Hey, a little help. Thank you. Da. Wie wär's damit? Das ist nicht normal hier, ne? Excuse me. Thanks. Ich werde heute nicht nochmal nachbestellen, Leute. Was weg ist, ist weg. Hi. Spare 2 seconds. Was weg ist, ist weg, Leute. Kann ich allen helfen. Das tut mir leid. Haben wir noch auf Lager? Nö. Lager leer. Okay, dann geht es jetzt nur ans Verkaufen, Leute. Jetzt nur noch anzukaufen. Hey. Thank you. Was damit? Hey, got a second. Thanks. Hey, can you help me? Thanks. Wo ist die Dame? Da. Da sind Hosen. Boah, Leute. Thank you.
Und ist hier nur noch am Bedienen, am ne? Hallo, hier hängen auch noch Artikel, ne? Hi, spare 2 seconds. Hey, can you help me? Hey, a little help. Thanks. Hey, have thanks. Das sind Unterteile. Ja, ich bin momentan etwas stiller, weil ich mich am Konzentrieren bin. Ja, das ist heftig. Thank you. Thanks. Hey, have a minute. Nächste Kundin, das sind Schuhe. Ich komme sofort. Sorry, die habe ich nicht gekriegt. Die Dame. Gut, viele haben wir nicht mehr da. Hey, can you help me? Thanks. Excuse me. Das ist so heftig. Alicia macht Pause, ne? Dementsprechend ist die Kasse wohl nicht besetzt. Thank you. Ich muss eben abkassieren, Leute. Das sind Schuhe. Krass viele Gelder, ne? Das ist Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn hier. Jetzt ein bisschen ruhiger, obwohl da kommen wieder neue Kunden, ne? Wir haben noch Tops. Wo denn? Ach, da hinten. Thanks. Hey, got a second. Was ist damit?
Nimm bitte. Perfekt. Noch ein paar Euro Umsatz. Sehr gut. Optimal. Optimal, Leute, wirklich. Ab ins Büro. Gut, das hätten wir geschafft, Leute. Bestellung Mindestlager. 129 Artikel. Bestellt jetzt? Ich weiß es gar nicht. Nee, wir müssen noch bestellen. Danke. Also folgendes. Pass auf. Zurück. Jetzt gucken wir uns erst die ganzen Bewerbungen an und entscheiden wir. Wir brauchen auf jeden Fall Können wir eigentlich nicht gebrauchen, Leute. Den können wir gebrauchen. Den können wir gebrauchen, ja. Erik ist eingestellt. So, als Kassierer. Pass auf. Ja, aber nicht als Kassierer, sondern als Verkauf und Auffüllen. Dann machen wir die Kasse. Dann machen wir die Kasse, Leute. Bis 16 Uhr. Ich darf um 13 Uhr die Pause machen. Und macht dienstags frei. Genau. Die darf auspacken. Auspacken und einräumen. Passen auf. Auffüller, genau. Auffüller. So von 2 bis 6. Eine Stunde länger. Kriegst du Zeit. Dann ist alles aufgefüllt, bitte. Okay, gut. Dann brauche ich eine Tagesmanagerin. Da würde ich sagen, Alicia. Alicia, du wirst zur Managerin befördert. Zweiundzwanzig.
Wie wäre es mit 27:30? Perfekt. Passt schon. Damit ist Alicia Tagesmanagerin. So, hier sieht es auch gut aus. Inventar. Gut, werden wir jetzt dementsprechend nichts mehr machen. Das läuft, das läuft. Verkäufer haben wir. Das heißt, wir machen den ganzen Tag eine Kasse. Dann würde ich sagen, machen wir den Tag in der nächsten Folge. Na, nächste Folge jetzt weiter. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid und sag einmal bis dahin, Servus und Tschüss.